Servus, mein Name ist Cornelius Krech, ich bin 20 Jahre alt und seit 2018 dualer Student Maschinenbau mit Fachrichtung Produktion und Management bei der MTU Aero Engines. Nun stellt sich bestimmt für die meisten die Frage, was ist ein dualer Student bzw. was ist ein duales Studium? Ganz einfach gesagt, ein duales Studium ist ähnlich wie ein Bachelorstudium, nur mit sehr viel mehr an Praxis. Sprich, ein Semester ist aufgebaut in 3 Monate Theorie und 3 Monate Praxis. Die Praxis macht ihr im Unternehmen und die Theorie am jeweiligen Studienort. Wie schaut jetzt die Praxis in der MTU genauer aus? Beginnen werdet ihr mit einigen Einführungsveranstaltungen und Seminaren. Anschließend absolviert ihr ein 8-wöchiges Metallgrundpraktikum, wo ihr hier in der Lehrwerkstatt seid. Ein bisschen sieht man es auch im Hintergrund. Und die grundlegenden Fertigungsverfahren wie Feilen, Drehen, Bohren und Fräsen an den jeweiligen Maschinen erlernt. In den kommenden Praxisphasen, weil es ja immer abwechselnd Theorie und Praxis, seid ihr dann in den verschiedenen Bereichen innerhalb der MTU. Unter anderem werdet ihr dann in diesen 8 Wochen Bauteile erstellen, also zum Beispiel so ein kleines Modelltriebwerk oder eine Stufentreppe, einen Fernsehturm oder Hubschrauber. Das dürft ihr dann auch alles mit nach Hause nehmen. Das duale Studium hat natürlich 2 Seiten. Die 2. Seite ist die Theorie. Dort seid ihr dann in Räumen wie hier oder in den Vorlesungen an dem jeweiligen Studienort. Besuchen werdet ihr dann Vorlesungen wie Mathematik, Konstruktion, technische Mechanik, Betriebswirtschaft und so weiter. Am Ende der 3 Monate von der Theoriephase schreibt ihr dann eure Prüfungen in den jeweiligen Fächern. Die MTU bietet verschiedene duale Studiengänge mit verschiedenen Partnerhochschulen an. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt und allgemein über das duale Studium, dann schaut auf unserer Website mtu.de vorbei.